Öffnet die Tore, denn der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Der König kommt. Komm, Herr Jesus, komm, deine Frau.
der König kam. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, we
Herr Jesus Christus, herzlich willkommen. Ihr seht, wir singen schon Lieder. Das ist nicht zum Aufwärmen, sondern wir nennen das gerne Lobpreis. Das heißt, wir loben, wir preisen Gott für das, was er getan hat. Ich bin mir sicher, jeder von euch hier fällt sofort irgendetwas ein, wenn du denkst, okay, wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich Gott dankbar? Was hat mir Gott gegeben? Und das kannst du Gott jetzt im Lobpreis darbringen. Du kannst sagen, Gott, danke dir. Ich lobe dich und ich preise dich für das, was du da getan hast. Ich möchte euch da eine Geschichte kurz erzählen. Und zwar geht diese Geschichte über ein Volk, das bedroht wird, angegriffen zu werden. Also wirklich von Kriegsmächten angegriffen zu werden. Und da der Anführer von denen, Josaphat heißt er, der geht ins Gebet und er sagt, Herr, du siehst, große Mächte wollen uns angreifen, was sollen wir machen? Und was sagt der Herr? Sagt, fürchte dich nicht, ihr werdet nicht mal kämpfen müssen, ich bin mit euch. Okay, was macht Josaphat? Der Herr sagt, sie sollen trotzdem in die Schlacht ziehen. Und als sie in die Schlacht gezogen sind, Josaphat zieht mit den Kriegern auf. Und was macht er? Er gibt nicht die Krieger in die Front. Ihr wisst das, jeder kennt hier Krieg. Also wir sehen es in Ukraine und in Russland. Wir wissen, was Krieg ist. Nein, er gibt nicht die mit Waffen in die Front, sondern er gibt Menschen mit Harfen, mit Flöten,
Er gibt Sänger, genauso wie die da sind. Solche Menschen gibt er in die erste Linie. Und jeder Mensch, jeder normale Mensch würde sagen, das ist doch bescheuert, oder? Wie willst du einen Krieg gewinnen mit einer Gitarre, einem Schlagzeug, einer Bassgitarre, einer E-Gitarre, einem Klavier? Wie? Und die ziehen aber in die Schlacht. Und die kommen dann dort an. Und was passiert? Die drei Völker, die angreifen wollten, haben sich untereinander zerkämpft. Die sind zum Schlachtfeld gekommen. Es ist kein einziger Lebender übrig geblieben. Kein einziger Lebender. Die sind hingekommen, die haben nichts machen müssen. Die haben nur Lieder gesungen, so wie wir jetzt hier Lieder singen. Und Gott hat sie zum Sieg geführt. Also ich finde das genial. Und deswegen glaube ich einfach, dass das jetzt die Möglichkeit ist, wo wir Gott Dank darbringen können, wo wir wirklich beten können. Das ist nicht nur singen, das ist wirklich Gebet. Dass wir loben und wir preisen den Herrn. Und ich lade jetzt wirklich alle aufzustehen. Und dass wir wirklich gemeinsam einstimmen. Egal, ob du schön singst oder das Gefühl hast, du singst nicht so schön. Gott schaut nicht, wie schön das ist, schaut auf dein Herz. Und er schaut, okay, schau, der singt. Schau, der da hinten, der singt auch. Besonders mag er es, wenn die dort in den letzten Reihen singen. Das liebt er besonders. Also, ihr seht den Text auf den Bildschirmen. Öffnet euren Mund, öffnet euer Herz und versucht es einfach mitzusingen. Gelobt sei Jesus Christus. Sing wie niemals zuvor.
Du bist treu und du bist hier, denn Herz und Sein ist unser Glück.
als alles andere. Wir lieben dich, heben unsere Herzen auf. Wir lieben dich, denn nah zu sein ist unser Glück. Herr, wir danken dir, wo du bist, wenn alles neu. Wir danken dir, du bist gut und du bist treu und du bist hier. Denn nah zu sein ist unser dass du ihn hierher geführt hast. Deine Tochter, deinen Sohn. Du bist der Herr. Du hast uns im Kreuz erlöst und bist auferstanden von den Toten. Wir dürfen dich loben und preisen für wer, für wie, für was du bist. Wir dürfen dich dafür loben und preisen, dass du auch heute noch, dass du ganz hier bei uns bist. Heiliger Geist, überflute diesen Raum, überflute diese Kirche, überflute jedes einzelne Herz. Schenk du Liebe. Schenk du Geborgenheit. Schenk du ein Ankommen bei dir. Schenk du Begegnungen. Schenk du so eine Begegnung, die wir vielleicht mit dir noch nie hatten. Dass wir dich heute ein Stück mehr vielleicht auch verstehen und begreifen können. Komm, Heiliger Geist, wirke du, erneuere du. Schenk du auch wieder Versöhnung. Schenk du Heilung.
es mich verzehrt immer mehr. Dieses Feuer ist unaufhaltsam, brennt tief in mir, zieht mich zu dir. Da brennt ein Feuer, da brennt ein Feuer in meinem Herzen, das mich verzehrt.
Du bist der, den meine Seele liebt. Die Antwort auf meine Noch einmal gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft noch einen Moment stehen bleiben. Und zwar herzlich willkommen zum 7. Fest der Barmherzigkeit. Schön, dass du da bist. Ich bitte dich, dass du jetzt dich kurz zu deinem Nachbarn drehst. 2, 3 nach vorne, zurück. Dreh dich auch zu der Person, die du nicht kennst. Gib ihr die Hand und sag ihr, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Jetzt darfst du Platz nehmen. Wir starten gleich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir für so viele Menschen hier. Wirklich besonders möchte ich dir danken für die Firmlinge, die hier da sind und deren Firmenpaten. Ich danke dir, Jesus, für dieses Gebet, für diesen Lobpreis. Ich danke dir, Jesus, dass du hier da bist, dass du gegenwärtig bist. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt deinen Heiligen Geist aussendest. Komm, Heiliger Geist, lass mich dein Wort verkünden und ich bitte auch, dass du die Herzen öffnest von den Zuhörenden. Komm, Heiliger Geist, und lass diese Worte in ihren Herzen Platz finden. Das bitten wir dich. Amen. Amen. Sehr gut. Mein Name ist Daniel Grubesitsch. Ich bin aus der Steiermark, bin 27 Jahre alt, bin zurzeit Lehrer, bin ehemaliger Profifußballer, bin ehemaliger Firmling. Und deswegen finde ich das sehr attraktiv, heute zu euch zu sprechen, weil ich auch einmal Firmling war. Ich war auch einmal in euren Alter. Und jetzt bin ich 27 und ich habe doch so einiges erlebt. Und ich möchte euch ein bisschen zuerst mal in mein Leben eintauchen. Und zwar, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die, würde ich sagen, nicht sehr gläubig war. Wir sind mal da in die Kirche gegangen, besonders gerne an Feiertagen, so wie Ostern jetzt, da waren wir schon in der Kirche. Aber jetzt, dass wir die Sonntagspflicht erfüllen oder so, davon waren wir weit weg. Ich glaube, das trifft leider auf den Großteil hier zu, oder? Ja, hoffentlich nicht, aber gut. Und so bin ich aufgewachsen bis zu meinem 12. Lebensjahr. Und dort haben sich dann meine Eltern bekehrt. Was bedeutet bekehrt? Sie haben sich bekehrt, sie haben den Eindruck bekommen, okay, das, was da erzählt wird über Gott, das ist nicht nur ein Märchen, sondern da ist wirklich was dran. Sie waren wirklich überzeugt, okay, das stimmt wirklich. Wir haben angefangen zu Hause zu beten, jeden Tag, wir haben angefangen sonntags in die heilige Messe zu gehen, wir haben angefangen regelmäßiger die Bibel zu lesen und wir haben angefangen zu Exerzitien zu fahren. Was sind jetzt schon wieder Exerzitien? Exerzitien ist sowas, so wie dieses Wochenende, das Fest der Barmherzigkeit. Mehrere Tage
mit verschiedenen Vorträgen, mit der Heiligen Messe, mit Anbetung, mit Lobpreis und so weiter. Einfach ein Wochenende, kann man sagen, wo du Zeit mit Gott verbringst. Warum erwähne ich das? Ich habe damals im Alter von 12 Jahren schon sehr viel gesehen. Was habe ich gesehen? Ich habe gesehen, dass Kranke geheilt werden. Ich habe gesehen, dass wirklich schwer Kranke geheilt werden. Ich habe viele, viele Wunder gesehen. Und ich als 12-Jährige habe mir wirklich gedacht, so, oha, was geht da ab? Das stimmt anscheinend, was da die Religionslehrerin immer erzählt hat. Dieser Jesus, und nicht nur, dass der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern ich habe wirklich gesehen, hey, dieser Jesus ist heute da und der macht gerade was, der tut, der heilt da gerade Kranke. Ich konnte es natürlich nicht glauben, man stellt viele Fragezeichen hin, fängt das an zu hinterfragen, ja, das ist vielleicht gestellt und so, dann geht man hin zu der Person, wie kommt das, in was für einer Beziehung stehst du zum Priester, seid ihr Freunde? Und na, also wirklich, Leute wurden geheilt. Ich komme später noch einmal zu diesem Punkt. Und ein weiterer wichtiger Punkt war für mich, ich habe gesehen, wie sich meine Eltern verändern. Ich habe keine schlimmen Eltern gehabt, aber meine Eltern haben angefangen, mehr Geduld zu haben. Sie haben mehr Liebe gezeigt. Sie haben sogar in Situationen, wo ich mir gedacht habe, na jetzt fahren sie drüber, sozusagen. Und da, wow, begegnen sie mir mit Liebe, begegnen sie mir mit Geduld. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, wenn Gott das mit meinen Eltern macht, ja, dann fahre ich mit sozusagen, dann steige ich ein auf diesen Zug und ich bin dabei. Und das Problem war in dem Alter, 12 Jahre, ich hatte keinen Freund, mit dem ich das teilen konnte. Ich konnte mit keinem darüber reden, dass sich meine Eltern verändern, dass ich so viele Wunder gesehen habe, dass ich plötzlich ein bisschen auch Gefallen daran habe, an den ganzen Erzählungen von Gott. Und ich konnte wirklich mit keinem darüber sprechen. Es war eher so, langsam habe ich mich deren Lebensstil angepasst. Das hat auch einen zweiten Ursprung. Und zwar war ich ein sehr ruhiger, zurückgezogener, schüchterner Junge, der um keines Willens auffallen wollte. Wirklich um keines Willens. Weder positiv noch negativ. Ich bin ursprünglich Kroate und nur um euch das zu zeigen, ich habe mich geschämt, in der Öffentlichkeit Kroatisch zu sprechen mit meinen Eltern, weil was könnten die anderen Leute denken? So auf so einem Level war ich von wirklich schüchtern zurückgezogen und auch deshalb dann dazu geführt, dass ich mir lieber meinen Freunden angepasst habe, bevor ich da jetzt auf einmal groß erzähle, weil ich wollte ja nicht auffallen und schon gar nicht so komisch auffallen. Und dann, 13, 14 Jahre, kommt es zu meiner Firmung. Und das ist ein sehr trauriger Punkt, weil ich eine sehr schlechte Firmenvorbereitung hatte. Ich bin wirklich zur Firmung hingegangen und ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Ich habe ein bisschen mit dem Pfarrer Christoph gesprochen und er hat mir ein bisschen von eurer Firmenvorbereitung erzählt. Und ich finde das wirklich cool, was der da macht. Ihr könnt da wirklich dankbar sein. Bei mir war das leider nicht so. Ich bin da hingegangen. Das Coolste war irgendwie das Geschenk vom Firmenpaten. Das war so mein Highlight meiner Firmung. Geht wahrscheinlich euch auch so? Hoffentlich nicht. Ihr hattet ja eine bessere Firmenvorbereitung. Gut, also. Firmung vorbei. Ich habe keinen Unterschied gespürt. Aber in mir hat trotzdem so ein bisschen ein Feuer gebrannt. Diese Wunder, die ich gesehen habe, meine Eltern haben sich verändert, das hat ein bisschen was hinterlassen in mir. Und so habe ich mich entschieden, mit 14 Jahren, das ist ein Alter, die Firmung ist normal der letzte Tag in der Kirche für viele. Für mich war es dann so der Beginn. Ich habe angefangen, mit 14 Jahren zu ministrieren. Also sehr unüblich,
aber mir hat es gefallen. Ich habe angefangen, Schätze an der katholischen Kirche zu finden. Man redet so viel Schlechtes, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Man wird so konfrontiert mit so vielen Sachen. Und ich habe mir einfach gedacht, nein, ich lasse mich mal darauf ein. Habe angefangen zu ministrieren. Eine sehr, sehr gute Zeit war das für mich. Aber weiterhin ohne Freunde. Ich habe ein cooles Erlebnis mit Gott, wo ich wirklich denke, hey, Gott hat mein Gebet jetzt hier erhört. Aber mit wem soll ich es teilen? Mit den Eltern zu sprechen in dem Alter, das ist uncool, oder? Ja, zumindest bei mir war es so. Das heißt, ich will nicht mit meinen Eltern reden und ich habe aber auch keine Freunde, mit denen ich das teilen kann. Und so kommt es dann wieder dazu, dass ich mich eher an den anderen Lebensstil anpasse. Und vielleicht habt ihr mal schon davon gehört, dass Jesus ist der, der Freude schenkt. Unter anderem wird Jesus als der Messias bezeichnet, Emmanuel, Gott mit uns und so weiter. Und ein Name von ihm ist so quasi einer, der Freude schenkt. Und ich war einer, ich habe schon immer sehr gerne gelacht und ich war schon immer voll Freude, aber ich wollte noch mehr. Ich wollte noch mehr Freude, ich wollte noch mehr lächeln und auch authentischer lächeln. Und ja, ich habe die Freude gesucht. Ich habe die Freude bei meinen Freunden gesucht. Ich habe die Freude in der Liebe gesucht. Ich habe mir gedacht, na schau, dann suchst du vielleicht da Freunden, vielleicht findest du dort Freude. Dann habe ich Freude in meinen Erfolgen gesucht. Ich muss sagen, ich habe dann mit 18 Jahren meinen ersten Profivertrag im Fußball unterschrieben. Das war schon immer mein Wunsch. Ich habe mir gedacht, na, das ist der Punkt, jetzt, da werde ich Freude bekommen. Dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht durchs Fortgehen, dort werde ich auch sicher Freude bekommen. Durch Alkohol, da werde ich auch Freude bekommen. Durch Gemeinschaftsabende werde ich Freude bekommen. Und ja, ich habe Freude bekommen. Ich habe dort überall Freude bekommen. Aber es gab ein Problem. Die Freude war so kurz. Ich war kurz, war ich wirklich, wow, genial, cool. Und dann am nächsten Morgen wache ich auf, alles gleich, alles normal, kein Unterschied. Und im Alter dann von 19 Jahren bin ich auch mal zu Exerzitien gefahren. Das waren Jugendexerzitien. Ich wiederhole es noch einmal. Das heißt, ein Wochenende mit Gott sozusagen, wo viele Jugendliche hinkommen und ich komme dorthin, noch immer schüchtern, noch immer zurückgezogen und so weiter und komme hin und sehe dort eine Menge Jugendliche, mehrere hundert Jugendliche. Wirklich, die haben eine Freude ausgestrahlt, die haben Gott Lieder gesungen, die haben gebetet und die haben über Gott so gesprochen, als ob sie ihn persönlich kennen würden, so als ob Jesus jetzt da wäre. Und die, also für mich war das so, wie geht das? Wie kann das sein? Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, Jesus, ich weiß nicht, was das genau ist, ich weiß nicht, wie das passiert, aber ich will auch so über dich sprechen können. Ich will auch so über dich sprechen können, als ob ich dich kennen würde. Ich will auch auf diese Art Loblieder singen. Die haben getanzt, die haben gejubelt. Das war wirklich genial. Der Priester hat Amen gesagt und die haben, das ganze Volk hat es wiederholt. Amen. Und das war noch viel lauter. Probieren wir es noch einmal. Amen. Und noch ein bisschen lauter. Amen. Genau, so war das. Und ich habe mir gedacht, ich habe mich umgesehen, boah, was ist denn da los? Also die haben vor Freude gestrahlt, geleuchtet, kann man sagen. Und wie gesagt, ich habe dann gesagt, Jesus, das will ich auch. Nimm ich mit, das Paket. Wie auch immer, das nehme ich mit. Und
So hat es dann angefangen, kann man sagen. So hat dann mein Weg mit Gott angefangen. Und jetzt die berechtigte Frage, was habe ich davon? Warum sage ich zu Jesus, Jesus, das will ich auch? Was bringt mir das? Und ich sage es euch, was es mir gebracht hat. Jesus hat angefangen, Stück für Stück mein Leben zu verändern. Jesus hat mich genau mit dieser Freude erfüllt, mit der er diese Jugendlichen dort erfüllt hat. Ich habe angefangen, innerlich zu strahlen. Ich habe mir gedacht, genial, was das für ein Gefühl ist. Jesus hat mich auch in der anderen Hinsicht verändert. Jesus hat mir Selbstvertrauen gegeben. Vor 10 Jahren hier zu stehen, keine Chance, nicht einmal die Lesung lesen, nicht einmal das wäre gegangen. Jesus hat mir Selbstvertrauen gegeben. Jesus hat mich in der Hinsicht verändert, dass es mir egal war, was die anderen denken. Jetzt war es mir egal, ich habe es einfach mit meinen Freunden geteilt, ob die es hören wollten oder nicht. Es war mir egal. Und so habe ich dann einfach, ich habe gesehen, was das mit mir macht, wie das mein Leben verändert, wie das mein Leben erfüllt. Und ich habe erfahren, dass Gott nicht nur eine schöne Erzählung ist, die wir im Religionsunterricht hören, die irgendwo in einer dicken Bibel steht, die wir eh nie berühren oder angreifen oder schon gar nicht lesen, sondern Jesus ist auf einmal ist er real geworden. Auf einmal hat es wirklich richtig Sinn ergeben. Und ich habe eben einfach gemerkt, ich habe Freude an so vielen Orten gesucht. Und so, viele Sachen haben mir auch Freude gegeben, aber eben wie gesagt, nur für einen kurzen Moment. Und einer hat es geschafft, mir ewig Freude zu geben. Und das ist der da hinten, das ist Jesus. Und heute will ich mit euch über Jesus sprechen. Das war jetzt ein bisschen was aus meinem Leben, jetzt will ich mit euch über Jesus sprechen. Eine Frage, Hand hoch, wer kennt Jesus? Hast du schon mal was von ihm gehört? Jesus, wer kennt ihn? Ja? Okay. Jetzt meine Frage, wer kennt Jesus persönlich? Ja? Sehr schön. Das ist oft das Problem, dass wir Jesus von Erzählungen kennen. Wir wissen sogar viel über ihn. Wir wissen, was er für Wunder getan hat. Wir wissen einiges, was in der Bibel steht, aber wir kennen Jesus oft nicht persönlich. Ich habe Jesus persönlich kennenlernen dürfen und deswegen ist es mir so wichtig, darüber zu sprechen. Und deswegen ist es mir so wichtig, euch davon zu erzählen. Für viele ist er einfach irgendeine Person, der hat vor 2000 Jahren gelebt, lasst mich in Ruhe. Ich gehe auch in die Kirche, aber Jesus kennenlernen, das geht einfach nicht. In der Bibel, ich weiß nicht jetzt genau, wo das steht, steht, Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute und morgen. Was könnte das bedeuten? Jesus ist der gleiche gestern, heute und morgen. Ich habe es erfahren dürfen, was es bedeutet. Jesus ist zwar jetzt nicht hier leiblich, so wie ich. Also er steht jetzt nicht da und ich kann ihn nicht umarmen. Aber er ist gerade da. Er ist da, erstens im Altarsakrament. Er ist da, weil er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen sind, dort bin auch ich unter ihnen. Wie kann ich das bezeugen, dass Jesus heute da ist? Oder dass Jesus auch in der heutigen Zeit noch da ist? Und jetzt komme ich wieder zu diesen Wundern. Ich habe gesehen, dass ein Mann 20 Jahre lang im Rollstuhl war. So, und er ist aufgestanden.
Ich habe eine Frau gesehen, die da einen Tumor hatte. Da so. Jesus hat nur so machen müssen. Und im Gebet. Und dieser Tumor ist wie geschmolzen. Innerhalb von wenigen Sekunden ist dieser Tumor verschwunden. Ich habe gesehen, wie Menschen mit Hörgeräten, ne, nach dem Gebet die Hörgeräte rausgenommen haben, sie nie mehr gebraucht haben. Ich habe Menschen gesehen, die Brillen tragen mussten, ne? Wirklich Orgedioptrien, und die konnten die Brille weggeben. Das ist unser Jesus. Das ist unser Jesus, ob du es glaubst oder nicht. Ich weiß, es ist schwierig zu glauben, für mich ist es auch nicht einfach. Aber das ist unser Jesus, das ist unser Gott. Und wisst ihr, was ich noch erlebt habe? Was uns vielleicht noch viel mehr verbindet? Ich habe erlebt, wie Jesus, als ich traurig und verletzt war, wie er zu mir gekommen ist und mich getröstet hat. Ich habe erlebt, wie Jesus, als ich niedergeschlagen war, wie er mich aufgehoben hat. Ich habe erlebt, wie Jesus, als mir vielleicht Freunde den Rücken zugekehrt haben, ist er zu mir gekommen und hat gesagt: Daniel, ich bin da. Du bist nicht alleine. Daniel, ich bin da. Du bist nicht alleine. Und so sagt auch Jesus zu dir: Du bist nicht alleine. In der Corona-Zeit, ihr kennt wahrscheinlich sehr viele Studien, ich kenne sie auch, dass für unsere Jugendlichen die Einsamkeit ein sehr, sehr großes Problem darstellt. Und jetzt kommt Jesus und er sagt: Hey, ich bin bei dir, du bist nicht alleine. Wie heißt du? Wie? Romy. Romy, Jesus sagt zu dir: Romy, ich bin bei dir, du bist nicht alleine. Wie heißt du? Jenny. Auch zu dir sagt Jesus: Jenny, ich bin bei dir, du bist nicht alleine. Und egal, was für eine Zeit kommt, du bist nicht alleine. Und das sagt Jesus jedem Einzelnen von euch. Er sagt zu dir: Du bist nicht alleine, nie. Vielleicht kennt ihr das, wenn man niedergeschlagen ist, man versteht die Welt nicht mehr. Man hat das Gefühl, keiner versteht mich. Man hat das Gefühl, vielleicht hat man auch Streit mit den Eltern, vielleicht hat man Liebeskummer. Boah, ich bin verliebt. Und diese Liebe wird nicht entgegnet. Mein Herz zerbricht. Und du gehst in dein Zimmer, schließt die Tür. Vielleicht fließt auch die eine oder andere Träne. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat ja schon mal geweint. Und genau in dem Moment kommt Jesus und er sagt: Du bist nicht alleine. Papst Benedikt sagt, dass wer glaubt, ist nie allein. Und das ist so. Das ist einfach so. Da muss man nicht viel drüber reden. Das ist so. Wer glaubt, ist nie allein. Jesus ist immer bei dir. Und ich will euch das zeigen. Kann man kurz auf die PowerPoint geben? Genau. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber stell dir mal kurz vor, oder du musst es dir nicht vorstellen, sondern es ist so: Du bist dieses Lamm da. Ich glaube, ich weiß, es braucht ein bisschen Vorstellungskraft. Nehmt euch ruhig Zeit. Schaut wirklich auf dieses Bild. Du bist dieses Lamm. Und so hält dich Jesus in seinen Händen. Immer.
Immer, immer. Und schaut mal, wie dich Jesus anblickt. Er sucht den Blick von dir. Er sucht, dass du ihn, dass du auch den Blick entgegnest. Dass du ihn mal ansiehst, dass du mal hierher kommst in die Kirche und dass du ihn ansiehst, dass du mal in deinem Zimmer das Kreuzzeichen machst und sagst, okay Jesus, jetzt habe ich Zeit für dich. So bist du verborgen in seinen Händen. Egal was, alles kann kommen. Jesus wird es abwehren. Jesus wird es abwehren, ganz sicher. Jesus ist bei dir, er hält dich im Arm. Egal, ob es dir schlecht geht oder, das habe ich vergessen zu erwähnen, nicht nur, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich Spaß hatte, ist Jesus bei mir. Wenn ich Freude hatte über irgendeinen Erfolg oder irgendwas, ist Jesus gekommen und er hat die Freude vermehrt. So wie er damals Wasser zu Wein, wo er die Fische vermehrt hat und das Brot vermehrt hat, so vermehrt er deine Freude. Jesus ist wirklich da. Er ist bei dir. In einem Lied heißt es, da singen wir, dein Lächeln strahlt über mir. Das heißt, sein Lächeln strahlt über dir. Jesus sieht dich jetzt an. Er sieht, du sitzt da und sein Lächeln strahlt über dir. Er freut sich, weil Jesus ist der, der die Freude schenkt. Das ist Jesus und das ist unser Gott. Und das ist damit gemeint. Jesus ist der gleiche gestern, heute und morgen. Ich würde gern auch auf das nächste Foto, das ist ein sehr wichtiges Foto für mich. Oft setze ich mich hin, zünde eine Kerze an und setze mich vor dieses Foto, mache ein Kreuzzeichen. Schaut mal genau auf das Foto, schaut auf die Augen von Jesus. Schaut, wie er euch ansieht. Das ist ein Blick, in dem ich Frieden finde. Ein Blick, in dem ich Geborgenheit finde, Sicherheit finde. Ein Blick, in dem, egal was gerade ansteht in meinem Leben, ich runterkommen kann und dann anfangen kann, mit ihm zu sprechen. Das, meine Freunde, meine Brüder und Schwestern in Christus, das ist Jesus, das ist unser Gott. Und jetzt kommen wir zu einer anderen göttlichen Person und das ist der Heilige Geist. Warum ist es wichtig, über den Heiligen Geist zu sprechen? Besonders für die Firmlinge jetzt. Wieso ist der Heilige Geist in diesen Wochen jetzt wichtig für euch? Weiß das jemand? Lieber Pfarrer Christoph, ich dachte die Vorbereitung. Nein, Spaß. Wen werdet ihr empfangen bei der Firmung? Ja? Ja, ganz genau. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen bei der Firmung. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person, die diese Beziehung überhaupt möglich macht mit Jesus. Er ist der diese Verbindung herstellt. Jesus hat gesagt, ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, besonders für euch Firmlinge, aber für alle hier. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Habt ihr das gehört, liebe Firmlinge?
Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Ihr werdet Zeugen sein in Wolfsberg, in Klagenfurt und hoffentlich auch bei uns in der Steiermark. Es waren 12 Jünger zuerst. 12 Jünger, überlegt euch das einmal, 12 Jünger. Jetzt haben wir über 1 Milliarde Katholiken. Wie haben sie das geschafft? Nicht, weil sie stark waren. Vielleicht waren sie auch stark, das kann natürlich sein. Fischer sind grundsätzlich eher stärker. Aber weil sie die Kraft empfangen haben vom Heiligen Geist. Deswegen war es möglich. Und lieber Firmling oder liebe Firmlinge, ihr werdet in, ich weiß nicht wann genau die Firmung ist, ich sage es mal in wenigen Wochen, werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Es wird nicht der Bizeps größer. Jungs, sorry, da muss ich euch enttäuschen. Aber im Herzen, ihr werdet stärker und ihr werdet mit den Früchten des Heiligen Geistes erfüllt. Ich will euch kurz die Früchte vorlesen. Die Früchte sind Liebe. Du wirst mit Liebe erfüllt. Freude. Du wirst mit Freude erfüllt. Du wirst mehr lächeln können. Nächstes Mal, wenn ich nach Wolfsberg komme und zu einer Menschenmenge spreche, dann werden mich alle anlachen. Oder? Amen? Amen, ja. Friede. Den Frieden, den brauchen wir. Überall. Angefangen in unseren Herzen. Langmut. Freundlichkeit. Güte. Treue. Auch das brauchen wir in einer Zeit, wo die Treue keine große Wertigkeit hat. Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das gibt dir der Heilige Geist in der Firmung. Und wie gesagt, du wirst es körperlich, kann auch sein, dass du es körperlich spürst, aber dein Herz wird größer. Du wirst mehr Kraft im Herzen haben. Mit dem Heiligen Geist wirst du erfüllt. Und ich würde euch jetzt gerne einladen, oder ich frage mal zuerst, wer kennt den Heiligen Geist? Wer kennt ihn persönlich? Ja, gut. Ich würde jetzt gerne den Heiligen Geist anrufen. Ich bitte jetzt alle Firmenbegleiter, die eine sehr gute Arbeit geleistet haben, dass sie jetzt rauskommen. Ich weiß leider nicht. Ja, perfekt, super. Ihr könnt da in den Altarbereich rauskommen. Wir werden jetzt für die Firmlinge beten. Wir werden um den Heiligen Geist beten. Wir werden für eure Herzen beten. Es ist eine Zeit, die nicht einfach ist für euch. Aber wir werden um den Heiligen Geist beten. Genau, kommt ruhig hierher. So viele Firmenbegleiter, wirklich danke euch. Und liebe Firmlinge, ich lade euch jetzt ein, aufzustehen. Wir werden jetzt den Heiligen Geist anrufen. Wir werden um den Heiligen Geist beten. Liebe Firmenbegleiter, wir können zurück die Hand ausstrecken oder ein Zeichen des Gebetes setzen. Auch liebe Firmlinge, auch ihr könnt die Handflächen öffnen, ihr könnt die Augen zumachen. Ich möchte euch wirklich ans Herz legen. Mir war es so, dass es mir immer wichtig war, boah, was denkt der links neben mir, was denkt der rechts neben mir. Schließ deine Augen und stell dir vor, du bist jetzt alleine da, es ist keiner da. Du bist alleine da, schließ deine Augen und lass dich jetzt auf ein Erlebnis ein mit dem Heiligen Geist. Lass dich auf Gott ein, den du in wenigen Wochen auch empfangen wirst und der jetzt auch hierher kommt.
Heiliger Geist, ich danke dir zuerst. Ich danke dir für alles, was du hier tust. Ich danke dir für alle Firmlinge, für jedes Herz hier, für alle, die jetzt offen sind, dich zu empfangen. Ich danke dir für die Firmenbegleiter von denen. Ich danke dir für die Firmenpaten. Ich danke dir, Heiliger Geist, für deren Eltern, die sich für das Leben entschieden haben, die sich für ihre Tochter, ihren Sohn entschieden haben. Danke, Heiliger Geist. Und ich möchte dich jetzt bitten, Heiliger Geist, dass du kommst. Dass du kommst und dass du diese Kirche hier erfüllst, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, komm noch mehr. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Erfüll diese Kirche, erfüll diese Herzen, Heiliger Geist. Wir haben heute gehört, Freude, Friede, Liebe, Treue, all das sind deine Früchte. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm jetzt. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, komm, komm mehr, Heiliger Geist, mehr. Komm, füll diesen Raum noch mehr, Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr von dir, Heiliger Geist. Komm mehr von dir, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist, füll diesen Raum hier. Füll diesen Raum hier. Ich lade euch jetzt ein, mir nachzusprechen. Diese Worte, die ich vorsage, dass ihr sie wiederholt. Ruhig laut, dass uns der Heilige Geist hört, dass uns Gott hört. Er ist hier, aber er liebt es, wenn er euch richtig hört. So dürft ihr mir nachsprechen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ich bin jetzt da. Ich gebe mich dir hin. Ich öffne mein Herz. Und ich will, dass du in mein Herz kommst. Komm, Heiliger Geist. Komm mehr, Heiliger Geist. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Ich bin offen für dich. Mein Herz ist offen für dich. Ich bin bereit für dein Kommen. Komm, Heiliger Geist. Amen. Komm, Heiliger Geist. Ihr könnt noch im Gebet bleiben. Lasst die Augen geschlossen. Und wir beten jetzt besonders für die Firmlinge. Komm, Heiliger Geist, und erfüll sie. Komm, Heiliger Geist, und erfüll sie mit Freude, mit Liebe. Du siehst die Herzen von diesen lieben Firmlingen. Komm, Heiliger Geist, und erfüll sie mit all dem, was sie brauchen. Mit all dem, was sie benötigen. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Komm, mehr von dir, Heiliger Geist. 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 Komm, Heiliger Geist. Komm, komm, mehr von dir. Mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir. Mehr. Komm, Geist Gottes. Komm. Mehr von dir. Mehr von dir. Komm, Geist Gottes. Komm. Komm, Geist Gottes. Komm, Heiliger Geist. Mehr, mehr. Wir brauchen mehr, Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr. Komm, Heiliger Geist. Thank you.
mehr, Heiliger Geist, mehr. Komm, komm, Heiliger Geist, komm mehr, noch mehr von dir. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm. Danke, dass du Freude, danke, dass du mit Freude da bist. Danke, dass du mit Frieden da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du mit Glauben da bist, dass du Augen öffnest. Komm, Heiliger Geist, komm noch tiefer in unsere Herzen, noch tiefer. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Danke dir. Danke dir, Heiliger Geist, danke. Danke dir, Heiliger Geist, danke dir. Danke dir, Heiliger Geist. 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 Danke dir, Heiliger Geist.
Geist, danke, Heiliger Geist, danke. Danke dir, Heiliger Geist. Es liegt mir jetzt am Herzen, dass wir Gott einen Applaus geben, dass wir dem Heiligen Geist einen Applaus geben für das, was er jetzt getan hat. Also ich bitte, geben wir ihm einen Applaus, den er jetzt verdient. Danke, Jesus. Danke. Sehr gut. Ihr könnt noch kurz Platz nehmen. Danke, Jesus. Einen Moment noch gedulden. Danke. Liebe Firmlinge, aber auch liebe Erwachsene, lasst den Heiligen Geist noch ein bisschen sicken. Ich möchte mit euch noch was teilen. Und zwar von der PowerPoint, die nächste Folie. Ich habe es geliebt, als Jugendlicher mit Herausforderungen konfrontiert zu werden. Ich will euch mit Herausforderungen konfrontieren, liebe Jugendliche. Du hast jetzt, weiß jemand genau das Datum der Firmung? Am 1. Mai. Du hast noch ein paar Wochen. Du schaffst das. Die Erwachsenen, die schätzen euch oft zu klein ein. Die trauen euch vieles nicht zu. Aber ihr schafft es viel mehr. Viel mehr, da bin ich fest davon überzeugt, als euch viele zutrauen. Und ich traue euch das zu. Ihr empfängt den Heiligen Geist jetzt in wenigen Wochen. Aber viele kennen Gott noch nicht persönlich. Deswegen, die erste Herausforderung, die ich habe an dich. Du hast eine Bibel zu Hause. 100%, weil wenn du keine hast, dann hast du ein Smartphone und du darfst deine Eltern ausnahmsweise fragen, ob du vielleicht täglich das Smartphone länger benutzen darfst. Nein, wenn du eine Bibel hast, nimm dir täglich ein bisschen Zeit, 5 Minuten, nicht mehr. Du schaffst das. Ich traue euch das zu. Nimm dir Zeit und lies ein bisschen über Jesus. Was steht da drinnen überhaupt? Was ist da gemacht worden? Du schaffst das. Zweite Herausforderung, Zeit mit Gott. Ihr habt das eine Bild von mir gesehen. Du musst nicht viel beten, nicht viel sprechen, aber setz dich hin, zünde eine Kerze an. Und vielleicht hast du ein Foto von Jesus oder irgendein Kreuz oder irgendwas ähnliches. Zünde eine Kerze an, setz dich davor, mach ein Kreuzzeichen und sag: Jesus, ich bin jetzt da. 5 Minuten meines Tages gebe ich dir. Du hast noch 23 Stunden und 55 Minuten, die du für andere Sachen machen kannst. 5 Minuten. Jeden Tag, das schaffst du. Schreib dir es auf die Zimmertür, gib dir ein Post-it drauf. Bibel? Fragezeichen. Zeit mit Gott? Fragezeichen. Du schaffst das. Und gib Gott eine Chance. Wir geben ihm oft keine Chance. Wir lassen uns oft nicht auf ihn ein. Wir nehmen die Firmung, Pass nehmen wir mit und tschüss. Aber lass dich auf Gott ein. Und die vierte Sache ist The Chosen. Kennt jemand The Chosen? The Chosen ist eine Serie, kein typischer Bibelfilm oder so, sondern The Chosen ist eine Serie, wo es um Jesus geht. Ich lege dir das ans Herz, vor
der Firmung, dir diese Serie anzusehen. Ich bitte jetzt die Technik, also ich habe einen Trailer für euch vorbereitet von dieser Serie. Du wirst sehen, das ist was anderes. Und warum ist mir das wichtig? Weil du wirst Jesus erleben, wie Jesus wirklich war. Also ich bitte die Technik um den Trailer. Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Mein Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Mutter, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin bereit, Vater. Es hat begonnen. Was denn? Wunder. Zeichen und Wunder. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. An dir ist ein Wunder geschehen, Maria. Ich habe ihn gesehen. Es war unglaublich. Andreas. Vater unser. Vater unser. Der du bist im Himmel. Der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Steh auf. Matthäus, Sohn des Alpheus. Ja, aber das ist was anderes. Gewöhn dich an anders. Mein ganzes Leben habe ich mich gefragt, ob ich diesen Tag erleben würde. Komm mit mir, Nikodemus. Und du erlebst noch mehr. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Alles ist jetzt möglich. Siehst du das nicht? Gehen wir. Ich war damals so. Und jetzt bin ich vollkommen anders. Und das, was dazwischen passiert ist, das war er. Jesus. Komm mit mir und du wirst noch viel mehr davon sehen, hat er gesagt. Liebe Firmlinge, ihr dürft jetzt ausnahmsweise euer Handy rausnehmen für einen kurzen Moment. Und diese Serie kann man auf einer App sehen. Und du kannst dir jetzt die App runterladen. Ich bitte euch wirklich, dass ihr das jetzt alle macht, wer ein Handy halt da hat. Liebe Erwachsene, nehmt euch die Zeit mit euren Kindern. Ihr, bin mir sicher, ihr seht euch sonst auch Filme an. Nehmt euch die Zeit mit euren Kindern und schaut euch das an. Das ist kein Bibelfilm, sondern das ist wirklich was Besonderes. Dann gehst du in deinen App Store und gibst dort The Chosen ein. C-H-O-S-E-N.
Dort siehst du diese App. Es gibt eine App, die also Angel Studios heißt diese App. Okay? Angel Studios. Lad dir das runter und nimm dir ein bisschen Zeit. Nimm dir ein bisschen Zeit und versuch Jesus kennenzulernen. Er hat viel mehr mit dir vor, als du denkst. Viel mehr. Wir warten noch einen Moment. Nehmt euch ruhig die Zeit. Ganz wichtig, ich möchte das nebenbei auch noch ansprechen. Der Pfarrer Christoph ist ein sehr motivierter Priester. Ihr könnt froh sein, dass ihr ihn habt. Wenn, schaut mal, wir sind eine Band, Entschuldigung, wir, ein Lobpreisteam, wir hatten auch mal Firmung, wir waren auch mal so alt wie ihr und schaut, was jetzt draus geworden ist. Ist das nicht schön? Wenn du irgendwie, wer spielt nie ein Instrument? Hand hoch. Ich will von euch, dass ihr euch alle beim Pfarrer Christoph meldet. Er wird euch einen Raum zur Verfügung stellen und ihr in 2 Jahren stehen nicht mehr wir hier, sondern dann steht ihr da. Na, aber wirklich, versucht in dem Gebäude dort mehr Zeit zu verbringen. Der Pfarrer Christoph, er stellt euch die Räume zur Verfügung. Ministranten, ich habe mit 14 angefangen zu ministrieren. Wenn in deinem Herzen, wenn es ein bisschen brennt, dann geh heute zum Pfarrer Christoph und sag: Herr Pfarrer Christoph, ich würde gerne ministrieren. Ich bin mir sicher, dass einige dabei sind, die sich aber nicht trauen. Trau dich, schau nicht links, schau nicht rechts. Das habe ich lange gemacht und das zipft mich an im Nachhinein. Also wirklich, trau dich. Egal welche Fragen du zum Glauben hast, der Pfarrer Christoph ist da. Wir sind heute und morgen auch da. Heute, geh nicht nach Hause. Schenk Gott ein Wochenende. Bleib da am Abend. Schenk ihm ein Wochenende. Du hast so viele Wochenenden. Schenk ihm ein Wochenende. Bleib da und versuch Gott diese Chance zu geben, von der ich erzählt habe, die mir geholfen hat. Jesus hat so viel für dich vor. Wenn du glaubst, dass du ganz normal erwachsen wirst, arbeiten wirst und sterben wirst, Jesus hat viel mehr mit dir vor. Er hat das auch in den Trailer gesagt. Also, trau dich, auch wenn dein bester Freund oder deine beste Freundin sagt, na du, ich gehe nach Hause, habe keine Lust mehr. Dann trau dich zu sagen, na, ich bleib hier. Trau dich, das zu sagen. Es soll eine Mutprobe sein. Liebe Firmlinge, jetzt ist es soweit. Ihr habt, ich sehe, eure Taufkerzen mit. Wir gehen gleich ins nächste. Ihr seht, das ist ein flüssiger Übergang hier. Wir gehen, eure Firmenbegleiter bekommen eine Kerze. Die werden diese Kerze bei der Osterkerze entzünden. Und sie werden dieses Licht der Osterkerze zu euch tragen. Ihr habt eure Taufkerzen mit. Ihr könnt diese jetzt auspacken. Eure Firmenbegleiter werden zu euch kommen und sie werden dieses Licht von der Osterkerze auf eure Taufkerze tragen. Warum brauchen wir das? Warum machen wir das? Du bestätigst mit deiner Firmung das, was deine Paten für dich bei der Taufe gesagt haben. Du bekräftigst das. Bei der Firmung haben es deine Paten gesagt. Genau, ihr könnt schon. Sehr gut, vielen Dank. Bei deiner Taufe haben es deine Paten gesagt und bei der Firmung darfst es du sagen. Und du sagst Ja zu Gott.
Du sagst Ja zu Gott. Und dein erstes Ja, das war bei der Taufe. Da hat Jesus hat die Hand über dich ausgestreckt und hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. Genau so wie du bist. Genau so wie du bist, an dir habe ich Gefallen gefunden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. In der Bibel steht geschrieben, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Du wirst nicht wandeln in der Finsternis, sondern du wirst das Licht des Lebens haben. Christus ist das Licht und er wird in deiner Finsternis da sein. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist unser Gott, das ist unser Jesus. Bei der Taufe haben deine Taufpaten ein Taufversprechen abgegeben. Sie wurden gefragt, wie sagst du dem Teufel als seinem Glanz und so weiter. Und sie haben in deinem Namen gesprochen, mit deiner Stimme. Brauchst du ein Licht? Ja, Entschuldigung. Und jetzt werden wir dieses Taufversprechen erneuern. Warum erneuern wir das? Jesus hat dir bei deiner Taufe gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und das soll in deinem Ohr nachklingen. Das soll immer wieder neu gesagt werden. Das soll immer wieder neu erwähnt werden. Jesus hat dich in deiner Taufe befreit von der Erbschuld. Und so bitte ich jetzt alle, dass ihr aufsteht. Wir werden jetzt unser Taufversprechen erneuern. Gott Ja sagen und sich neu für ihn entscheiden. Ich lade euch ein, dass wir diesen Moment als etwas ganz Besonderes, ganz Persönliches erleben. Dass wir mit dem Licht der Osterkerze in der Hand unsere Beziehung zu Gott ganz bewusst erneuern und allem, was uns von ihm trennt, widersagen. Legen wir eine Hand auf unser Herz und so zeigen wir, dass wir mit dem Bösen nichts zu tun haben möchten und einzig und allein Gott gehören. Ihm gehört unser Herz. Und ich frage jede und jeden von uns, im Namen und in der Autorität Jesu, die du bei deiner Taufe erhalten hast, widersagst du der Lüge, dass du nicht geliebt und nicht liebenswert bist,
Ich widersage. Widersagst du dem Fluch der Ablehnung, der von Satan kommt? Ich widersage. Widersagst du dem Bösen und all seiner Verlockungen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Ich widersage. Im Namen Jesu deklarierst du damit die Wahrheit, dass du Kraft deiner Taufe ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des Vaters bist. Ich frage dich, glaubst du an Gott, den Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist? Ich glaube. Glaubst du an die Macht der Barmherzigkeit, die von Gott kommt, und die Kraft seiner Liebe? Ich glaube. Glaubst du an seine Gegenwart in der Gemeinschaft der katholischen Kirche und in den sieben Sakramenten, vor allem im Sakrament der Eucharistie? Ich glaube. Sprechen wir jetzt gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche. Zu ihm bekennen wir uns in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Wenn wir jetzt mit dem Weihwasser besprengt werden als Erinnerung an die Taufe, vergewissern wir uns, dass wir Gottes geliebte Töchter und Söhne sind, und erneuern die Würde der Gotteskindschaft in uns.
Halleluja. 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 Danke, Jesus. Danke für dich. Ihr könnt jetzt eure Kerze wieder ausblasen. Vielleicht achtet darauf, dass das Wachs nicht auf die Kirchenbänke tropft. Ich muss es nicht putzen, aber der Herr Pfarrer. Und zwar, liebe Gäste, liebe Firmlinge, ich lege es euch noch einmal ans Herz. Nutzt den Herr Pfarrer Christoph, nutzt ihn. Nütze diesen Abend heute. Das soll wirklich, ich lege dir das ans Herz, komm wieder oder bleib da, noch besser. Bleib da und gib dem Herrn diesen Abend. Du hast noch genug andere Abende. Es geht jetzt dann weiter mit einer Agape im Markussaal. Das ist gleich dort drüben. Ich würde einfach am besten sagen, wir gehen alle gleich rüber. Trink mal ein bisschen was, ess mal ein bisschen was, lass mal das Erlebnis jetzt hier heute oder jetzt hier ausklingen. Und dann ist um 18 Uhr Heilige Messe und danach wieder Anbetung mit sehr viel, mit sehr coolem Lobpreis, mit sehr viel Gebet. Ein Abend, den du Jesus geben kannst. Ich sag's dir noch einmal, gib Gott diesen Abend. Okay? Ich würde gern bitte, dass noch einmal diese PowerPoint-Folie eingeblendet wird. Ich habe zum Abschluss noch ein Bibelzitat. Und zwar, wir haben einen Gott, der nicht tot ist, der ist vor einer Woche auferstanden. Das ist schon mal cool. Und wir haben einen Gott, wie wir jetzt wissen, der immer bei uns ist. Und deswegen möchte ich eine Bibelstelle zitieren. Und damit möchte ich euch dann in den Markussaal entlassen. Der Herr selbst zieht vor dir her. Er ist mit dir. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Du sollst dich nicht fürchten und keine Angst haben. Der Herr ist mit dir. Liebe Firmlinge, es hat mich wirklich gefreut, liebe Erwachsene. Ich hoffe, dass zumindest ein Satz in euren Herzen irgendwo ein bisschen Platz findet. Gelobt sei Jesus Christus. Ab geht's in den Markussaal. Power and love, our God is an awesome God. Our God.
Freude hier, alles um mich bebt, alles um mich lebt.